Servus, um was geht's heute? Kleines Video, ich habe nämlich, das ist wirklich ein kurzes Wort, ich habe ein bisschen Anschiss gekriegt von der Regie. Ja, ich muss was ändern und ja, ihr dürft schon mal raten, um was es geht. Ja? Um was könnte es gehen? Ja? Also, wer hat es erraten, um was geht's? Ja, es geht ein bisschen um Arbeitssicherheit. In der Arbeit trage ich ja Sicherheitsschuhe, ja, da ist das alles ganz normal, aber komischerweise, ich weiß nicht wieso, aber daheim, ich weiß wirklich nicht wieso daheim. Und ihr wisst ja, ich habe mir doch letztes Mal so die Füße verbrannt. Ja, so richtig böse. Natürlich ist es ein Unfall gewesen, ja, ich habe nicht gescheit aufgepasst, aber ja, wir gehen mal runter und schauen uns das an. Ja, da steht ja der Bazi. Ich kann euch das Video mal unten verlinken, ja, was da passiert ist. Also ich habe da oben Wasser rein und da unten kochend heiße Wasser und es mehr über die Füße. Ja, dann gab es Ärger. Das Ganze wäre eigentlich relativ einfach zu verhindern gewesen. Schaut's mal. Ja. Und schon wäre mir nichts passiert. Ja. Ich habe alles hier. Ich habe wirklich alles hier. Und diese Schuhe hier, ja, diese hier habe ich für Reinigung. Draußen für grobe Sachen. Für meine Hände habe ich ja die großen Handschuhe. Ja, also, aber das Einzige, was ich wirklich, und da muss ich ein bisschen an mir arbeiten, was ich immer ein bisschen vernachlässige, sind meine Füße. Obwohl es ja eigentlich mein bestes Gut ist. Ja, die tragen mich durch diese Welt. Also gesagt, getan. Ja, habe mal ein bisschen mein Konzept überarbeitet und habe mal geschaut, was hast du denn da, was kannst du nutzen. Letztes Jahr, die alten Hasen unter den Abonnenten, die wissen es, habe ich einen Anruf bekommen und da hat mich da jemand gerügt. Ich soll doch nicht auf diesen, auf den glatten Gras, auf den nassen Gras da mit den Flipflops rumlaufen. Ja, vor allem nicht, wenn ich mit dem Freischneider mähe. Ja. Und ich muss sagen, danke für den Anruf. Und an das habe ich mich erinnert und da habe ich gedacht, da muss doch was gehen. Nicht nur für mich, sondern auch für euch. Jo, und seitdem sind sie in Verwendung. Ja. Diese Gummistiefel mit Neopren, extrem griffigen Sohlen, ja. Und ich muss sagen, ich liebe diese Schuhe, das sind Minimum 2 bis 3 Mal in der Woche im Einsatz. Ja. Also ob ich jetzt da oben mähe oder Pilze sammeln oder so bei mir am Gelände oder im Wald. Daraufhin haben wir gedacht, da könntest du doch vielleicht mal eine Mail schreiben, ob die nicht was für mich haben. Für so auch, ja. Aber für hier, für den Schleuderraum, sind sie mir zu klobig. Ganz einfach. Ja. Und ich habe da eine E-Mail rausgehauen und habe da einfach mal gefragt, was gibt es da so, was haben sie so? Und habe da ein bisschen so Amazon geguckt und habe dann mein Outfit gefunden. Und ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal so sage. Ich habe mir Schuhe gekauft. Ja. Also ich dachte, ich bin mit der Firma sehr zufrieden und ich schlage jetzt zu, ich probiere jetzt die mal. Und ja, ich hätte nie gedacht, dass das je vorkommen wird, aber ich mache ein Video über Schuhe und ich finde die wirklich verdammt bequem. Ja, das sind genauso wie die Neoprenschuhe, ja, nur halt in halb, haben Geleinlage. Ja, ich finde die top bequem, also wirklich. Und ja, die haben aber jetzt nicht wie die anderen Schuhe so eine raue Sohle, also die haben sehr eine feine Sohle unten. Also für meinen Hang sind sie nicht so geeignet. Und die Kombination mit dem Schurz, ja, ist wieder so, dass wenn das Wasser hinkommt, das heiße, mich nicht berührt. Ich habe die jetzt, also die Saison jetzt, seitdem, nachdem, wo das jetzt war, habe ich die jetzt getestet und ich glaube, ich habe mein Schuhwerk für hier drin gefunden. Ja. Meine Frau nutzt sie im Garten, weil die hat auch gleich ein paar geholt in Weiß. Ja. Das ist irgendwie so Frauen- und Schuhding. Ja. Ich glaube, der Neid, weil ich mehr Schuhe habe wie sie. Zumindest Gartenschuhe. Ja, aber bevor ich es jetzt vergesse, ja, weil da kommt mit Sicherheit kommt das wieder. Die mit Neopren, also da, wo das Neopren ist, ja, die großen, wo ich ja habe, da ist ja viel mehr aus Neopren, warum, die könnte ich ja auch für die Reinigungsarbeiten nehmen, für die Eznatron-Sachen und sonstiges. Nein, da gibt es Flecken drauf.
Da macht der Ätznatrum, macht da drauf Flecken. Und das ist nämlich der Grund, wieso ich da diese hier habe. Ja? Diese, weil die sind, denen macht das gar nichts. Also denen macht das wirklich überhaupt nichts. Also da macht das Ätznatrum überhaupt nichts aus. Deswegen habe ich eigentlich die beiden Unterschiede. Ja? Weil man die mit den Neopren, die sind mir zu schade. Und ich habe dann Angst, dass das Material brüchig wird. Was dazu kommt, das Neopren saugt sich ja, die Oberfläche ist ja so leicht stoffig voll und die lassen sich nicht so schön aufspülen wie die mit Gummi. Durch das Ätznatronbad, aus dem Grund, ja, jetzt habe ich im Prinzip Schuhe für Ätznatron-Sachen arbeiten, für Desinfektionssachen und rum. Vorteil ist natürlich an denen auch, die haben eine Stahlkappe, ja, werden halt auch nur genutzt, wenn ich irgendwie hier putze. Dann habe ich die anderen Neopren, da mache ich mehr Arbeiten im Ding. Und die hier habe ich jetzt im Prinzip für den Schleuderraum und für da herin, für die Dampfwachsschmelzer-Sachen. Weil ich muss sagen, das ist, ja, ich habe hier immer noch, das ist eine schöne Narbe, bleibt hier so kreisrund. Nicht zu spaßen, wirklich nicht zu spaßen. Und wo ist jetzt der Vorteil für euch an der ganzen Sache? Ich habe es ja bestimmt davor schon eingeblendet. Ich habe natürlich in der Firma, also währenddem ich der Firma geschrieben habe, gleich mal gefragt, ob wir vielleicht einen Gutscheincode kriegen könnten für alle. Ja. Und die haben gesagt, ja. Und den blende ich euch da unten ein. Mit dem Gutscheincode kriegt ihr noch ein paar Rabatte, ja, wenn jemand Interesse hat. Ich kann die empfehlen. Wie gesagt, ich habe die jetzt die ganze Zeit im Dienst. Die hier erst seit meiner Verletzung und die anderen seit... Müsst ihr nachschauen, wann ich das gemacht habe. Aber bestimmt, das sind jetzt schon 1,5, 2 Jahre. Ja. Und die sind... Ich bin noch wieder raus. Sollte jetzt nicht länger werden wie gedacht. Also sollte jetzt eh nicht so... Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ich rede halt gern. Aber nehmt jetzt das wirklich ein Anliegen, dass ihr da ein bisschen auf euch schaut. Es muss ja euch nicht so ergehen wie mir. Ja. Es reicht, wenn es mir passiert. Ich mache viele Fehler, ich lerne aus meinen Fehlern. Lernen mit Schmerz ist eine der effektivsten Arten, deswegen weiß ich wahrscheinlich so viel. Ja, nicht zu vergessen, so ein Schurz kann ich euch auch nur wärmstens ans Herz legen. Kein Stoffschurz, sondern wirklich so ein Ding. Erstmal, ihr habt zum Vorteil, das ist hygienetechnisch, könnt ihr schön abputzen. Und wirklich der Vorteil ist, dass da nichts drüber geht. Ja? Also wenn ihr da wirklich solche Arbeiten habt, solche Handschuhe, so ein Schurz, solche Schuhe, dann passiert nichts mehr. Und Gesichtsschutz dann, ja. Aber ich glaube, das muss ich nicht allen so erzählen. Ja. Dann bin ich wieder raus. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es gefallen hat. Wir sehen uns, ja. Und ich gehe jetzt unter die Schuhvlogger. Ja. Ich mache jetzt nur noch Schuhvlogging. Nee, ohne Scheiß. Ja. Es ist... Und ich hoffe, die Regie ist jetzt zufrieden. Ja? Was heißt zufrieden? Das ist jetzt auch böse. Das muss ich rausschneiden. Wie könnte ich das ausdrücken? Ich lasse, wie es ist. Ich bin halt so, wie ich bin. Dann, wir sehen uns. Ciao.